Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Immortal Redneck für die Nintendo Switch. So, letztes Mal, falls ihr es nicht gesehen habt, haben wir den Pharao besiegt und wir haben unten dieses Medaillon bekommen. Und zwar können wir damit immer direkt anfangen nach dem Pharao, was natürlich sehr cool ist. Das werden wir auch nutzen. Ich gehe mal kurz reingehen. Aber ich kann irgendwas erhöhen, ich glaube, ich habe zu wenig Kohle für alles. So, das heißt, wir gehen heute, ist eigentlich nur Kohle sammeln angesagt. Aber wir versuchen natürlich noch höher zu kommen, vielleicht. Und in die nächste Ebene. Probieren wir mal aus. Jetzt bezahlen wir 322, ist noch nix. Weil ich gerne. Ein bisschen Spaß. Wie gesagt, das Spiel, um es noch zu verdeutlichen, das Spiel macht wirklich Spaß. Es ist natürlich so, dass man immer wieder das Gleiche macht. Man geht rein, muss ein bisschen rumballern, sucht den. Aber es ist ja, der Anreiz ist ja da, dass man immer besser wird. Die Gegner werden schwieriger. Ich meine, jetzt im vierten Stock oder fünften Stock, wo wir waren, haben die schon 60% mehr Angriffskraft. Das ist schon ordentlich was. Von daher, oh, ja, hier genau, hier vierter Stock. Das heißt, wir müssen natürlich auch sehen, dass wir ordentlich was geschafft bekommen. So, los geht's. Erhöht maximale Gesundheit um 30, ja, das ist doch cool. Das haben wir gebrauchen. Hui! So. Müssen wir einen Typen noch hier erlegen. Hui! Langsam. Es lebt noch einer, oder? Okay. Ein bisschen stärker sind die natürlich. Man sieht, die können schon ein bisschen mehr ab. Weißt du, ich muss auf jeden Fall das nächste, was ich mache, ist, nachdem ich Gold gesammelt habe, Angriffskraft zu erhöhen. Man sieht, man kann natürlich sehr weit springen, das ist natürlich sehr übertrieben hier. Aber es macht auch sehr viel Spaß, muss ich sagen, so weit zu springen. So, jetzt muss man hier unten noch rumlaufen, ne? Ah, okay. Oh, nachladen. Noch einer, der hier rumläuft. Mag der sein. Okay. Ja, immer ein Gegner sein. Ach, da oben! Ich gehe denn? Ich lauf gerne rum. Okay, dann komm ich hoch. Oh nein. Mist. Reicht aber. Sei dumm. So, hier rauf. Also, nichts geht, das ist nichts. Ich kann mich nicht über die Steuerung beschweren. Die Steuerung ist wirklich sehr gut. Kann man leider nichts anderes sagen, die ist wirklich sehr gut, die Steuerung. Das ist dann immer die eigene Schuld, wenn man sie dumm rumspringt. So, hier waren wir schon, dann die nächste Tür. Oben. So. Viele, viele Dinger sind natürlich bekannt. Mist. Nein, ich habe meine Waffe weggeworfen. Wie dumm war das denn? Aber wo habe ich den geworfen, ist die Frage. Wo habe ich die Waffe hingeworfen? Ich muss mal gucken, wo die Waffe gelandet ist. Irgendwo da drüben auf der anderen Seite. Oh. Gut. So, da ist unsere Waffe. Natürlich nicht verlieren, das ist sehr wichtig für mich.
Okay, also ein paar hier leben. Gold und das ganze Gold mitnehmen. So. Okay, dann werfen wir ein paar Dinger runter vielleicht. Wir hauen mal ab, die Schweine. Oh. Aber wir müssen aufpassen hier. Ich hab's noch eine Tür, wo wir hinkommen. Und diese ist. Da unten. Was ist das für eine Rolle? Feigling, Angriff von hinten richten mehr Schaden bei dir an. Ja, das ist ja super. So ein Negativ-Map. War blöd. Aha! Okay. Und hier die. Eingebüßt, aber egal. Hier ist die Tür. Erhöht deinen Angriff in der Luft, na super. Ah. Okay, wir haben nicht viel Leben mehr, aber das macht nichts. Wir sammeln ja erstmal auch nur Gold. Wo müssen wir irgendwie einen anderen Ausgang finden hier? Ah. So, warte mal. Wir können unten raus, ne? Okay. Macht schon nichts. Will gar nichts. Aber da war noch eine Tür, ne? Genau da. Okay. Wo wird diese Tür? Leben eingesammelt. So. Wo lebt ja noch ein Google hier? Wo ist der denn? Ach, guck mal. So also schön viele Schinken fallen hier. Kann ich Energie holen? Perfekt. Oh, perfekt. Super. Okay, da die Tür kommen wir her. Noch die Türen hier oben gleich. Bin die falsche Seite gelaufen. So.
Schinken. Okay, da unten kriegen wir auch nochmal Schinken von diesen Viechern da. Das ist natürlich top. Hoffe ich zumindest. Sieht natürlich doch nicht aus. So. Okay, einmal nachladen. Eigentlich wollte ich die Waffe nachladen. Okay, nicht so viel verloren, aber jetzt ist schon wieder ein bisschen Munition. Okay, bringt uns aber nichts. Hier gibt es gar nichts. Für uns so. Dann gehen wir wieder nach oben. Und dann hier raus. So, und zur nächsten Tür. Diese, ne? Ja. Okay, jetzt haben wir ja eigentlich schon. Warte mal, wo können wir denn noch rein? Da, da, da. Hier können wir noch durch. Da gab es hier noch eine Tür. Da hinten. Hab ich gar nicht gesehen. Die muss ja oben sein. Na, na, na. Du wirst nachlässig, junger Mann. So. Auch nochmal nachladen hier. Ah, verdammt das. Oh nein! Nein! Oh! Shit. Das war ja ärgerlich. Ärgerlich. Aber wir haben ein bisschen Gold, das heißt, wir werden ein bisschen aufrüsten jetzt und dann gehen wir da ganz das Ganze nochmal an. Achso, ja, könnt ihr mal sehen, ich habe ja auch Sigmet freigeschaltet. Und zwar, wenn man diese benutzt, dann kann man theoretisch alle Sachen, die zum Beispiel irgendwann Gegner mal fallen lässt, die Munition und so, könnte man alles zu Steaks machen. Das Problem dabei ist, das sind so Mini-Steaks und die hauen nicht so viel Energie rein, deswegen schockt das gar nicht so. Ich muss sagen, ich komme am besten mit ihm hier klar. Ich finde, der ist irgendwie am coolsten. Aber wer weiß, wie man noch alles freischaltet. So, zumindest haben wir genug Kohle. Und ein paar Sachen, naja, genug nicht, aber ein paar Sachen können wir vielleicht kaufen. Pyramide ist jetzt auch auf. Warte rein, jede Pyramide. Und die verschiedenen Pyramiden testen vielleicht. Möchte auch reingehen? Warte, wir machen mal kurz hier hoch. Level mal kurz ein bisschen hoch. So, also wir können auf jeden Fall die Angriffskraft erhöhen. Das mache ich jetzt einfach mal. Bessere Munition. Mehr können wir auch nicht kaufen. Aber ich wollte mal gucken, ob ich kann ich auch hier rein? In diesem? Habe ich noch nicht getestet, bis jetzt muss ich zugeben. Ah, ist okay, ist noch verschlossen. Ne, gut. Dann wollen wir zu einer Pyramide. Ich weiß nicht, ob jemand mal früher Kartos gespielt hat. Es gab da so einen Bunny Hop. Man sieht tierisch schnell hüpfen und weit kommen und laufen. Aber egal. So, wir haben immer noch das Medaillon. Das heißt, wir fangen nach dem Pharao an. Ist gleich schon auf Stufe 4, beziehungsweise Etage 4. Was natürlich sehr cool ist. Wie gesagt, heute geht es wirklich nur darum, Gold zu sammeln und ein bisschen höher zu kommen. Den Boss werden wir heute, also den nächsten Boss werden wir heute wahrscheinlich nicht klar machen. Aber das werden wir in der nächsten Folge garantiert. Das wird wieder eine Folge, die ich ein bisschen schneiden werde, damit wir schnell vorankommen. So, dann gehen wir hier hoch. Ja, passen eine Treppe hier damit zu, so schnell. Direkt rausfliegen. So, wenn wir uns jetzt diese hier. Hui! Oh, nice. Oh, ist Gold. Okay. Gibt's auch nichts weiter, nur Frösche. Ein bisschen Gold. Okay, dann nehmen wir die nächste Tür. Hier oben war noch eine Tür, ne? Ah, da kann ich nicht hochspringen. Warum kann ich da nicht hoch rüberspringen? Na gut, dann nur hochspringen. Ah, jetzt hören wir auf, hier mal runterzufallen. Und nach oben laufen. Da waren wir da drin.
Achso, wir sind noch ein höher. Guck mal an. Okay, jetzt können wir da unten die Tür noch nehmen. Das machen wir jetzt erstes. Hallöchen. Wieder Frösche. Schutzrolle. Schwere das, du kannst eine zusätzliche Waffe tragen. Geil! Ah, das ist Blumen. Ja, die. Okay. So, dann ist jetzt die Tür hier. Ne, brauchen wir nicht, da kommen wir her. Dann ist jetzt die Tür. Da oben. Sehr gut. So. Man sammelt echt nicht viel Gold ein. Man muss echt viel machen, um auch viel Gold zu bekommen. Ist echt blöd. Oh naja. Okay, dann können wir wieder einmal runtergehen. Dann müssen wir die nächste Tür. Da oben sind auch noch Türen. Wo kommen wir denn da am besten hin? Ah, okay. Wo können wir rüber springen? So. Diese Tür. Keine mehr. Hab ich gesehen. Teilt mehr Schaden aus, leise aber auch mehr Schaden. Oh nein, man kriegt immer so blöde Dinger wieder, ey. Sammeln hier. So, wir gehen uns auch mit dem hier. Hier gibt es natürlich 1 Milliarde Ausgänge. Nehmen wir erstmal den hier hin. Beine explodieren, wenn sie sterben. Ah, scheiße. Und natürlich schon aufpassen, dass du dich drankommst. Da ist man nämlich auch drauf. Da geht man auch drauf, wenn man blöd ist. Es gibt schon ganz lustige Rollen, die man bekommen kann. Was aber auch so sehr nervig ist. Aber auch lustig. Lustig und nervig. Liegt ja immer dicht beieinander.
Oh. Ist hier drin? Was ist das? Lässt schlechte Schriftrollen verschwinden. Oh, perfekt. Super. Haben wir ein paar Waffen? Ja, okay, können wir wieder rausgehen und durch die nächste Türe rein, würde ich sagen. So, es gibt 1 Milliarde Türe hier, wie wir gesagt haben. Nehmen wir die Tür hier drüben. Großer Raum. Ach du Scheiße. Tut dir nicht weh. Okay, wie kommen wir da rüber, ohne getötet zu werden? Ein geheimer Weg? Noch nicht. Hä? Da wird man noch durchkommen, aber... Schafft man nicht. Schaffe ich natürlich nicht. Naja, egal. Was geht denn los? Hier oben irgendwas? Nö. Vielleicht man könnte hier irgendwas machen. Hier ist nichts. Okay. Hier wieder raus. So, jetzt haben wir noch mehr Türen. Da hier links auch eine Tür. Ui. Ganz gut, wenn die alle dicht aneinander stehen. Ich habe schon Energie verloren gerade, wenn ich dumm ist. Ich muss mal rumlaufen. Ah, da. Bye. Okay, es gibt aber noch eine Tür hier. Mhm. Die auch töten. War nicht geplant, aber war ja wirkungsvoll. Oh, noch Munition da oben. Gehen wir uns noch schnell. So. Okay, also schon mal der nächste Stockwerk. Los geht's. Perfekt. Schriftrollen können gut oder schlecht sein. Die meisten sind gut, aber sei vorsichtig. Ja, leider sind die meisten nicht gut. Ist mir gerade mal aufgefallen. Oder ich habe einfach ein schlechtes Karma. 80% mehr Angriffskraft. Okay. Oh nein, ich habe meine Power eingesetzt. Das hat mich wieder behindert. Okay, warte mal. Wir fangen die Türen hier unten an. Also erst hier unten fangen wir öffnen die Türen und dann... Und das war hier, okay. Mist.
Wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen Leben. Weil die oberen Heinis müssen wir weg haben, ne? Oh. Mist, keiner will hier leben, leider. Da bin ich so gut wie gar kein Leben mehr, ne? Immer so nebenbei. Damn. Da gehen wir jetzt drauf, glaube ich. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Ja, das war sehr ärgerlich. Trotzdem macht es mir Spaß, immer wieder reinzugehen. Ich hoffe, es macht euch auch Spaß. Zumindest wäre es das für heute gewesen. Ich gehe noch einmal hier rein. Gucken mal auf unseren Stammbaum hier. Was wir machen können. Also wir könnten Angriffskraft erhöhen. Verteidigung ein bisschen erhöhen. Oder die Gesundheit. Nochmal unsere Verteidigung ein bisschen höher. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss.